Hallihallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Flohmarkt-Haul auf meinem Kanal. Und zwar war ich mal wieder auf einem Flohmarkt und ich schwör's euch, Leute, ich habe so eine heftige Ausbeute gefunden und ich werde euch das alles jetzt einmal zeigen. Aber vorab möchte ich sagen, dass ich das Ganze in zwei Teile aufteilen werde, denn wir machen einmal die Kids-Version, denn ich habe auch Sachen für meine Kinder gefunden. Und beim nächsten Video zeige ich euch dann einmal die Sachen, die ich für mich und meinen Freund ergattern konnte. Fangen wir jetzt auch schon mit unserem ersten Teil an. Und zwar habe ich hier so einen Schlafanzug mitgenommen. Und dann hatte ich bei derselben Dame auch noch drei Sommerbodies gefunden, bei der ich auch tatsächlich auch nach der Suche war für den Sommer. Und ich meine, die haben weder Flecken noch irgendwelche Mängel, noch haben sie irgendwelche Beschädigungen, riechen komisch oder wie auch immer. Und die kosten allein beim H&M 20 Euro. Und für das Ganze habe ich einfach nur 2,50 € bezahlt. Dann hatte ich so ein Badeponcho mitgenommen, quasi. Das ist wie so ein Handtuch quasi. Ich war tatsächlich auch nach der Suche nach einem Badeponcho für meinen Großen, denn wir sind letztens zum Baden gefahren und da habe ich gemerkt, dass der Badeponcho für ihn schon zu klein war. Deswegen habe ich den einmal mitgenommen und dafür wollte sie nur 2 Euro haben. Dann war ich wirklich kurz davor, Hemden bei H&M zu bestellen, aber dann dachte ich mir, nee, komm, ich gehe am Sonntag auf den Flohmarkt, vielleicht finde ich ja was. Und ich sag's euch, ich habe Hemden en masse gefunden für wirklich nicht einmal die Hälfte, wirklich nicht mal ein Drittel davon vom Preis, was ein Hemd gekostet hätte. Und zwar habe ich einmal ein weißes Hemd gefunden, dann hatte ich noch ein blaues Hemd gefunden, ähnelt sehr Ralph Lauren, würde ich jetzt sagen. Ja, einmal dafür, weil ich nämlich einen blauen Anzug bestellt habe für den Großen und auch nochmal ein weißes Hemd. Das ist nämlich eine Nummer größer, hatte ich dann auch mitgenommen bei derselben Dame. Und zugleich einmal diese kurze Hose. Ist auch tatsächlich sehr elegant, kann man super kombinieren mit dem Hemd eben für den Sommer, weil wir sind nämlich im Sommer auf eine Hochzeit eingeladen und da war ich auf jeden Fall auf der Suche nach solchen Hemden und für die ganzen Sachen habe ich nur 5 Euro bezahlt. Dann kommen wir zu einer echt süßen Jeansjacke, die ich für meinen Kleinen gefunden habe. Ich habe die gesehen beim Vorbeilaufen, die ist mir sofort ins Auge gestochen und dafür wollte sie nur 2 Euro haben. Bei auch einer sehr süßen Mami, die war tatsächlich auch mit ihrem Kind da und für sie war es ein bisschen schwer zu verkaufen, weil der Kleine die ganze Zeit on Tour war. Und ja, aber bei ihr habe ich dann einmal diesen süßen Badeanzug mitgenommen für den Kleinen jetzt, damit er auch ja geschützt ist von der Sonne und zugleich dann auch noch mal diese zwei Mützen. Das ist auch zum Baden eben auch mit diesem Nackenschutz hier. Bei der war ich mir echt unsicher, aber ich dachte mir, komm, ich nehme sie mit, bevor ich gar keine finde. Und für die ganzen Sachen habe ich dann 3 Euro bezahlt. Dann bin ich aber tatsächlich noch auf einen anderen Stand gekommen und habe eine blaue Mütze gefunden. Die passt natürlich besser wie die weiße mit der rosa Blume. Vielleicht stelle ich sie auch auf meinen Vinted-Account. Ja, dafür wollte sie nur 1 Euro haben. Dann hatte ich einen echt sehr, sehr schönen Pullover für meine Nichte mitgenommen. Der musste einfach mit. Egal, was er gekostet hätte, ich fand ihn so schön, weil man kann nämlich auch nochmal diese Pailletten hier auf Silber einmal umdrehen und ich als Kind habe sowas echt geliebt und den habe ich für 1 Euro ergattern können. Dann hatte ich auch noch für meine Nichte diesen Pullover hier mitgenommen. Ich meine, falls euch die Marke was sagt, ich habe tatsächlich mal gegoogelt, was dieser Pullover kostet. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich glaube, der lag bei 130 Euro. Ich blende euch einmal dieses Bild da ein. Diesen Pullover habe ich für unschlagbare 1 Euro gekauft und ich sag's immer wieder, Leute, Flohmarkt lohnt sich. Die Leute wissen zum Teil auch nicht, was sie wirklich verkaufen, wie viel etwas wert ist. Ich sehe immer wieder solche Videos. Ich bin wirklich zufrieden damit und ich bin wirklich ein Fan von Flohmarkt. Und jetzt kommt einmal meine größte Ausbeute. Ihr werdet mir nicht glauben, was ich für diese ganzen Sachen hier bezahlt habe. Ich werde es euch am Schluss verraten, aber vorher zeige ich es euch. Einmal ein wunderschönes, süßes Hemd von H&M, wo ein Hemd tatsächlich auch schon um die 13 Euro kostet, glaube ich. Eine Matschhose,
Eine rote Jogginghose, ein blaues Sweatshirt, dann noch dieses Sweatshirt. Ich war tatsächlich auch auf der Suche nach solchen Sweatshirts, weil bei dem wechselnden Wetter, was wir momentan hier in Deutschland haben, ist wirklich Katastrophe. Zieht man einen Pullover an, ist es zu warm. Zieht man aber nur ein T-Shirt an, ist es zu kalt. Deswegen war so ein Mittelding eine perfekte Lösung und da habe ich tatsächlich welche davon gesucht und bin auch fündig geworden. Das fand ich auch ganz süß. Das kann man auch super mit einem Anzug oder wie auch immer kombinieren. Also eher in die elegante Version. Dann hatte ich hier noch einen Rollkragenpulli gefunden. Auch sehr süß mit Dinosauriern. Dann hatte ich nochmal so ein schönes Hemd für den Sommer gefunden. Das gibt mir wirklich Sommervibes hier mit diesen ganzen Palmenmustern. Fand ich sehr, sehr schön. Musste auf jeden Fall auch mit. Dann nochmal so ein elegantes. Es ist kein Jeanshemd, aber es hat die Optik eines Jeanshemds. Und das fand ich auch sehr schön. Dann habe ich nochmal ein Sweatshirt gefunden. Das ist von Mickey Mouse. Und dann hatten wir noch eine Hose gefunden. Blau, das ist dieselbe, die ich euch vorhin in Rot gezeigt habe. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, was ich für meine Kinder gefunden habe. Und zwar ist das einmal eine kleine kurze rote Hose. Und ihr werdet es mir nicht glauben, Leute, aber ich habe für die ganzen Sachen einfach nur 6 Euro bezahlt. Unschlagbarer Preis. Ich habe auch überhaupt nicht verhandelt. Sie selber hat gesagt, sie möchte nur 6 Euro dafür. Ich habe absolut nicht widersprochen, habe ihr sofort die 6 Euro in die Hand gedrückt und habe mich dann nochmal bei ihrem Stand umgeschaut. Das war aber tatsächlich alles, was ich bei ihr finden konnte. Ich sag's euch immer wieder. Und kann es immer nur nochmal sagen, ich hoffe, ich habe auch euch motiviert, auf den Flohmarkt zu gehen. Ich bin ein absoluter Fan davon. Es ist mittlerweile echt ein Hobby geworden, was man alles auf dem Flohmarkt so findet. Und ich sag's euch, das war einmal jetzt der Haul von der Kids Edition. Ich werde aber nochmal ein Video machen, wahrscheinlich im selben Outfit, weil ich das direkt mit dranhänge. Ich sag's euch, tut auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, damit ihr dieses Video nicht verpasst, denn ich sag euch, was ich da gefunden habe und für welchen Preis, ist einfach nur krank. Deswegen, ich würde mich auch super darüber freuen, wenn ihr auch bei diesem Video vorbeischaut. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und abonniert diesen Kanal, damit du dieses Video nicht verpasst. Tschüssi!